Es gibt nur einen Gott. Darin sind sich Muslime und Christen einig. Und Juden sowieso. Die Frage ist nur, ob dies eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Wenn es dazu führt, dass es den Menschen auf der Welt besser geht, dass sie einander mehr achten und lieben, Freude und Frieden verbreiten, dann ist es eine gute Nachricht. Wenn es aber dazu führt, dass diejenigen, die nicht an diesen Gott glauben, verfolgt werden, verachtet werden, gehasst werden, getötet werden, dann ist es eine schlechte Nachricht. Der Koran spricht an mehreren Stellen mit großer Hochachtung von denjenigen, Christen und Juden, die wirklich ernsthaft ihren Glauben ausleben. Tatsächlich berufen sich alle drei Religionen auf den gleichen Stammvater Abraham. Und hier liegt eine gewaltige Chance. Könnte es sein, dass wir zurückkehren können zu einem Punkt, bevor die Religionen sich getrennt und verstritten haben? Auf jeden Fall sagt uns Sure 4, Vers 125, dass die Religion Abrahams die schönste Religion sei. Wir suchen also einen friedlichen Islam. Ohne Hass, ohne Verachtung, ohne Gewalt, ohne Kriege, ohne Terrorismus. Dahin zurückzukehren wird allerdings einen Preis kosten. Es wird gar nicht so einfach sein. Bist du, bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen? Sind wir bereit, uns von Dingen zu trennen in unserem Glauben, die uns vielleicht wertvoll erscheinen, die aber gefährlich sind, weil sie zu Bösem führen? Bereits heute gibt es ja ganz verschiedene Arten von Islam. Es gibt Sunniten und Schiiten natürlich, es gibt Sufis, Ahmadiyas, Aleviten, Drusen und das geht zurück auf mehrere Hadithen, die sagen, dass es 73 verschiedene Arten von Muslimen geben wird, aber nur eine von ihnen kommt ins Paradies. Es geht also nicht nur darum, einen friedlichen Ur-Islam zu finden, sondern es geht auch darum, den wahren Islam zu finden, der uns wirklich rettet, der uns wirklich ins Paradies bringt. Denn wenn nur eine von 73 Gruppierungen ins Paradies kommt, dann heißt das, dass sehr viele Menschen auf dem falschen Weg sind. Wenn wir jetzt natürlich von Veränderung sprechen, dann kommt sofort die Frage, ja, dürfen wir denn überhaupt etwas verändern an unserem Glauben? Müssen wir nicht unsere Väter respektieren? Natürlich respektieren wir die Väter. Natürlich respektieren wir den Glauben. Aber was, wenn mein Vater ein Atheist war? Muss ich nun mein Leben lang Atheist bleiben? Was, wenn mein Vater nicht lesen und schreiben konnte? Muss ich nun seinen Glauben folgen, den er vielleicht selber verändert hätte, wenn er lesen und schreiben gekonnt hätte? Wir haben auch eine gewaltige Chance heutzutage, die Dinge zu erforschen und zu wissen, die unsere Väter nicht hatten. Und wir werden ja nichts Wertvolles wegschmeißen. Wir suchen ja, was wertvoll ist und was nicht wertvoll ist. Wir gehen zur Quelle zurück. Je weiter das Wasser wegfließt von der Quelle, desto mehr wird es verschmutzt. Bei der Quelle selber ist das Wasser rein. Das ist es, was wir suchen. Es kommen also nicht alle Muslime ins Paradies, sondern nur eine Gruppe. Könnte es vielleicht gerade die Gruppe sein von Menschen, die bereit ist, alle menschlichen Neuerungen in der Religion zu verneinen und zurückzugehen zum Glauben, wie Gott ihn ursprünglich gemeint hat? Beginnen wir also mit der grundlegenden Frage. Was bedeutet denn Islam überhaupt? Nun, wir alle wissen, es bedeutet Hingabe, es bedeutet Unterwerfung unter Gott natürlich, Hingabe zu Gott und damit auch zur Wahrheit. Und damit kann es gar nicht ein stures System sein, an dem niemand etwas erneuern oder zurückführen kann zur Quelle. Denn die Hingabe zur Wahrheit verpflichtet uns ja, immer wieder neu zu suchen und das zu finden, was wirklich Hand und Fuß hat. Der Islam als Idee ist etwas Wunderbares, dass ein Mensch sich seinem Schöpfer hingibt mit allem, was er hat, von ganzem Herzen, um Gutes zu tun, sich unterwirft. Das ist doch etwas Herrliches. Aber man kann ihn auch missbrauchen. Man kann auch Leute manipulieren, sich hinzugeben an Dinge, die Gott gar nicht gesagt hat. Und das ist geschehen im Laufe der Geschichte.